Weiter geht's mit Timberborn. Und ich muss sagen, die Aussicht von dieser kleinen Biberstadt sieht schon extrem gut aus. Und das ist unsere Hauptstadt. Da hat alles angefangen. Vor über 2 Monaten haben sich unsere Biber vor unzähligen Generationen dort angesiedelt und haben hier ja ganz klein angefangen. Wir gucken mal rein, hier unten. Da haben wir mal angefangen. Ja, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Da unten, da haben wir die ersten Häuser gebaut. Da haben wir das erste große Haus geplant. Das sind die ersten Lager gewesen. Unser mehr oder weniger großes Zentrallager hier hinten, ja, wo wir alles gemacht haben. Unser Holzlager, wo wir gearbeitet haben. Die unglaubliche Überzeugungsarbeit der besten Community der Welt, dass ich hier hinten ein riesiges Ahornlager baue, was sich als super herausgestellt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Und so weiter, dass wir mehr Wassertanks bauen und so weiter und so fort. Ganz, ganz, ganz toll. Und ich bin gespannt tatsächlich. Und liebe Annette, du bist leider auch verstorben, aber ich denke, deine Kinder werden es richten. Die nächste Generation übernimmt die Arbeit bei uns in Neukiefernborstel und den entsprechenden Stadtteilen. Und ja, ich plane tatsächlich dieses Konstrukt. Dieses Konstrukt ist ja historisch entstanden bei dem Original-Release. Was ist das denn hier? Das können wir so nicht lassen. Geht ja gar nicht. Das lassen wir so nicht. Nee. Da bauen wir extra dafür 2 Plattformen, um das Ding zu bauen. Das lassen wir so nicht. So, also das ist ja original mal entstanden beim Original-Release. Und da hat es ja tatsächlich auch funktioniert. Das haben wir ja gesehen. Da haben wir hier irgendwie 200, 300 PS rausbekommen. Aber das Problem ist ja, dass die Wassermechanik sich verändert hat und das funktioniert einfach mit dem aktuellen Release nicht mehr. Das ist tatsächlich ein Problem. Und jetzt haben wir hier echt kein Wasser mehr. Das ist ja unglaublich. Und wir haben noch 14 Tage. Ja, das könnte in der Tat ein bisschen knapp werden hier vorne. Wie viel Wasser haben wir denn hier noch? Drinne. 1,57. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob wir hier nochmal ein bisschen Wasser nachpumpen. Dann 14 Tage finde ich jetzt sehr knapp, wenn ich ehrlich bin. Wir können mal gucken. Wir sind bei 2.500 Wasser. 55 Biber brauchen 150 am Tag. Naja gut, 10 Tage. Also es wäre theoretisch sogar noch was übrig. Also es wird aber echt knapp mit dem Wasser. Wir müssen ja auch noch 1-2 Tage länger auskommen. Die Frage ist halt, wie wir hier jetzt am einfachsten das Wasser hinkriegen. Das bleibt ja nur von hier, ne? Wir gucken uns das mal zum Schluss an, dass wir hier vielleicht nochmal ein bisschen Wasser reinpumpen. Aber jetzt haben wir hier zugemacht, da zugemacht. Dann machen wir die Schleusen auf. Und hier hinten ist alles zu. Mhm. Und dann machen wir jetzt diese Schleusen hier ebenfalls einmal auf. So, dann kann der sich nämlich jetzt in die Richtung entleeren. Hier hinten müssten wir mehr als genug Wasser haben. Was hat er denn hier? Erschöpft. Alter, was machst du denn da? Der pennt im Wasser. Ist er tot? Wer ist denn das? Kuarovon. Oh Gott. Wie kommt der da wieder lebend raus? Okay, jetzt geht's wieder. Oh, Heidewitzka. Ich hatte schon Angst, dass wir schon wieder jemanden umgebracht haben. Oh Mann, ey. Na gut. Gott sei Dank nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte echt nie gedacht, dass das mal so eine wunderschöne Stadt wird mit tatsächlich 350 Bibern. Das ist echt der helle Wahnsinn, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und beim nächsten Let's Play habe ich tatsächlich eine weitere Idee, also 2 Ideen. Das nächste Let's Play wird von einem großen Damm geprägt sein und von dem großen Damm aus möchte ich mit diesen Pumpen der Eisenzähne eine Unendlichkeitsmaschine erzeugen, denn die Eisenzähne hatten nämlich ein größeres Wasserrad, was die nicht haben. Damit produzieren sie mehr Energie. Und mit diesem großen Wasserrad
können wir so viel Energie produzieren, dass wir die Pumpen betreiben und noch Energie für ein Netz übrig haben. Das ist das große Ziel fürs nächste Let's Play. Also ein riesiger Damm und tatsächlich dann genügend Energie aus einer neuen Infinity Machine, also Maschine 42,5 oder wie wir die auch immer nennen wollen. Auch da könnt ihr ja gerne mal ein paar Namensvorschläge für die neue Infinity Machine in die Kommentare schreiben. Das fände ich auch ganz cool. Das kommt auf jeden Fall dann im neuen Let's Play. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal weiter an, was wir hier zu tun haben. Viel ist es tatsächlich nicht mehr, dadurch, dass die Biber... Ja, das ist jetzt alles sehr gut abgestimmt ist bei uns, das muss man ja mal sagen. Wie sieht es mit Ahorngebäck aus? Da haben wir 70. Wir haben 300 Cracker. Oh, das ist gut. Könnten wir tatsächlich mal anfangen und die Leute hier mit Crackern versorgen. Ach Gott, hier haben wir ja schon 2, 4, 6, 7. Ich glaube, die brauchen keinen Sprengstoff mehr. Ja, wir machen tatsächlich mal Cracker 20 hier hin. Wir versorgen mal nur die beiden größten Städte und Außenbezirke. Und er bekommt auch ein Limit von... Ich würde ihm tatsächlich sogar 30 geben. Ach, du grüne Neune. 2, 4, 6, 8. Achso, das sind die mit... Eieiei, mal gucken, ob das noch klappt, ey. 30 bitte. Wir könnten jetzt aber, wir könnten sogar einige Sachen abbrechen. Das ist nach Woodstock. Da bringen wir Beeren hin, brauchen wir nicht. Da bringen wir Karotten hin, brauchen wir nicht. Holz brauchen wir nicht. Planken als Alternative ja. Wasser nein. Sprengstoff okay und Metall auch. Stattdessen bringen wir nach Woodstock. Wo haben wir es? Wir bringen einmal Rohrkolbencracker dahin. Und auch Waterlock Hills bekommt bitte einmal die Rohrkolbencracker. So. Gut. Haben wir das auch. Passt. Sehr schön. Dann gucken wir mal, dass wir die ein bisschen verteilen. Wir haben 500, 400 mittlerweile. Gott, das ist ja Wahnsinn, wie viel Essen wir haben. Wie viel Essen haben wir denn hier auf Lager? 10.000. Wahnsinn. Aber wir haben immer noch nicht genügend Kartoffeln. Das muss man ehrlich mal sagen. Also Kartoffeln sind immer noch Mangelware. Obwohl wir tatsächlich hier eine ganze Menge haben. Ne? Er ist... Ach, wir haben hier ein Problem mit Leuten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einmal Pause bitte. Okay, nur einen arbeitslosen Biber. Anpflanzen? Nein, bitte auf Ernten priorisieren. Wir bauen hier mal noch einen weiteren hin. Das ist ja der Wahnsinn. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass wir hier mal Probleme haben. Ein Bauernhaus bitte. Und das wird tatsächlich dann anpflanzen. Genau. Krass. Na gut. Ist dann so. Okay. So, wie sieht's hier aus? Der Zaun ist fertig. Und wir sind bei 224. Ja, das kriegen wir schon hin. So, ein Gebäude benötigt Wasser. Welches Gebäude denn? Ist doch Wasser drin. Verstehe ich nicht. Eine Pfütze. Ja, ja, komm. Okay. So, wie sieht's hier aus? Wir haben da alles verbaut. Da geht's ab. Ja, guck mal, das haben wir fertig. Das wird schon. Das wird schon. Wenn die beiden Sachen hier fertig sind, dann sind unsere Biber da hinten auf jeden Fall auch zufrieden. Und der gute Ermet in der Generation 7 ist gestorben. So, das Gebäude benötigt ein Arbeiter. Das ist die Sammlerfahne. Mhm. Einmal Pause bitte. Wie bitte? Zwei? Ich wollte schon sagen. Okay, dann lassen wir die Jobs mal übrig. Hier sieht es auch ganz gut aus, soweit.
Alles klar. So, der müsste doch mittlerweile auch fertig sein. Mhm. Hier fehlt jetzt wieder eine Arbeitskraft. Und die machen bitte Kartoffeln anpflanzen. Also die Pflanzpriorität. So, dann sollten wir hoffentlich jetzt ein paar Kartoffeln bekommen. Denn ich habe so das Gefühl, dass wir vielleicht zu wenig Kartoffeln produzieren. Wie sieht es mit Karotten aus? 9000? Ah, ist überhaupt kein Problem. Okay. Weizen? Na, wir könnten tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr Weizen produzieren. Aber auch das sieht gut aus. Da will ich jetzt aber tatsächlich nicht mehr großartig rangehen. Wir haben hier unsere Nahrungsmittelabteilung hier vorne mittlerweile auch ganz schick gebaut. Also, das ist schon okay so. Und wir nehmen uns mal ein paar Eindrücke auf von dem Haus hier. Das würde mich mal interessieren, wie das aussieht, wenn man hier steht und auf der Brücke lauert. Wie sieht die Stadt aus von der Brücke? In die Richtung geguckt. Das gucken wir uns mal an. Ja, auf jeden Fall schick, muss ich sagen. Das ist vielleicht in die Richtung. Naja, ich weiß nicht, ob das in die Richtung wirklich so der richtige Blickwinkel ist. Das sieht jetzt eher so nach Industriestadt aus. Wir drehen mal den Blickwinkel und gucken tatsächlich mal in diese Richtung. Das sieht doch schon besser aus. Da hinten eine Flamme, der Biber, der den Holzstock hält, und Woodstock. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Okay. Wie sieht es ansonsten da aus? Gucken wir nochmal. 231. Ah, das geht echt ziemlich langsam voran, muss ich sagen. Ich würde gerne mal wissen, warum. Haben wir nicht genügend Altmetall? Doch, da haben wir genug. Wir könnten einfach mehr Gebäude versorgen. Wir bräuchten einfach mehr die Metallblöcke produzieren. Ja. Der produziert stabil. Der produziert auch stabil. Die Schmelzerei. Wir bauen tatsächlich nochmal eine Schmelzerei. Die bauen wir einfach da hinten mit hin. Weil das ist mir, also das ist ja krass, dass das so viel Energie verbraucht und dass das auch so viel Zeit kostet. Die können wir ja hinterher auch dann deaktivieren. Das wäre auch kein Problem. Einmal da lang bitte. So, wie viel Energie haben wir jetzt im Netzwerk? Nur 1800. Das ist natürlich nicht allzu viel. Aber zumindest bauen wir jetzt den mal. Da brauchen wir Altmetall für. Das ist okay. Dann gucken wir mal, dass wir zumindest ein bisschen mehr produzieren. Wir haben hier 23 Arbeitslose. Ernsthaft so viel? Ne, 6. Genau. Okay. Wir pumpen auch weiterhin unser Wasser. Wie sieht es da aus? Da wird noch nicht gepumpt. Aber wir sind übrigens mittlerweile bei Tag 9 und die Tanks sind noch nicht leer. Also das ist schon eine gute Leistung, muss man sagen. Das ist schon ordentlich. Wie sieht es hier aus? Ja, hier ist jetzt alles leer. Da haben wir tatsächlich alles leer genuckelt. Und hier vorne ist aber auch noch mehr als genug Wasser drin. Ja, guck mal, wir sind noch nicht mal hier auf dem untersten Level. Und wir können tatsächlich gleich zum Abschluss der Folge mal den Bereich hier sprengen. Aber wir können das hier auf jeden Fall sprengen. Und Feuer. Muhahaha, sehr cool. So, wie sieht es denn hier aus mit der Wasserversorgung? Da fehlen noch ein paar Materialien. Die erste Pumpe ist tatsächlich fertig. Aber das braucht auch alles jetzt hier nicht so viel. Wie viele Biber haben wir hier eigentlich? Hier hinten? 60 Biber mittlerweile. Wow. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass wir dort hinten nochmal so viel Biber haben. Das ist schon krass. So, unsere Sternwarte ist auch voll. Ich glaube, ich hatte das schon mal geschaut. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich alles erforscht, was es zu erforschen gibt. Ja, wir haben nichts mehr. Wir haben tatsächlich auch nichts mehr übrig. Genau.
Okay, gut. Dann warten wir jetzt ab, dass wir tatsächlich unser Gerät fertig bekommen. Und einmal mehr Metallblöcke bitte. Und da sind wir bei 241. Wahnsinn. Na gut. Ich möchte jetzt auch ungern tatsächlich noch was Neues anfangen. Ich würde sagen, wir fangen schon mal an mit ein paar Mitläufer rumzugehen. Und tja, die Frage ist, mit wem? Wir können einfach mal gucken, wann hier in den Tempel mal ein Besucher kommt. Und dann schnappen wir uns mal jemanden und gehen mal mit dem mit. Hier oben sitzen ein paar Kinder. Zulabar. Mhm. Nein. Aber das machen die wahrscheinlich auch erst nach Feierabend, ne? Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir tatsächlich nochmal so Metallblock-Probleme bekommen. Ich mache jetzt, ich werde tatsächlich zur letzten Folge morgen von dieser Staffel, werde ich das Ding fertig bauen. Und dann werde ich euch das Ganze fertig präsentieren. Weil das stört mich ein bisschen, dass das jetzt nicht fertig wird. Und wir schnappen uns mal einen beliebigen Biber. Ich hoffe, wir finden mal jemanden, den wir kennen. Ich möchte jetzt auch ungern hier durch die ganzen Sachen. Pingpong, da ist er. Alter 50. Na guck mal, dann nehmen wir uns mal Pingpong vor und rennen mal mit Pingpong mit. Wenn wir ihn wiederfinden sollten. Was macht er denn? Ach, die arbeitet in einer Zapfhütte. Na, ist doch auch nicht schlecht, oder? Dann laufen wir mit dem guten Pingpong mal mit. Wenn wir denn wüssten, was er macht. Da ist er. Produziert Ahornsirup für uns. Und jetzt geht er nach Hause. Erstmal was trinken. So, ich glaube, mehr brauchen wir uns davon nicht angucken, wie er jetzt zu Hause ist und schläft. Und ich finde es übrigens echt interessant, dass diese Brücke hier sogar wirklich aktiv benutzt wird, um wirklich auch hier rüber zu kommen. Sehr hübsch. Okay, gut. Dann hoffen wir mal, dass wir das Ding hier bis zur nächsten Folge fertig kriegen. Das würde mich ja freuen. Und wir können tatsächlich nochmal nach Woodstock gucken und gucken, wie das da mit den Baustellen aussieht. Kartoffelmäßig. Immer noch nur 4 Kartoffeln. Ja, es ist jetzt auch nicht so sonderlich viel mehr geworden. Na gut, wir haben 300 auf Lager. 600 Cracker. Ernsthaft? Haben die Leute denn hier wenigstens ein paar Cracker übrig? Die haben auch Cracker. Wahnsinn. Wie sieht es hier aus mit Crackern? Die haben auch Cracker. Mhm. Und wie sieht es aus mit den gelben Teichrosen? Haben wir die hier auch schon auf Lager? Dann könnten wir die nämlich auch schon verteilen. Ah, nee, die sind tatsächlich... Na doch, 47 haben wir hier. Wie viel gibt es denn hier auf Lager? 28. Oh, das wird aber immer brav rübergeschickt. Und ich will tatsächlich mal aufpassen, dass wir den Wasserstand hier nicht verlieren. Wir sind bei 0,51. Wie viel Wasser haben wir hier drin?
0,55. Wir sprengen erstmal hier vorne. Gucken, ob wir uns hier vielleicht noch durchsprengen können. Das wär tatsächlich ganz gut. Dann würden wir das Wasser auch noch bekommen. Aber ich möchte tatsächlich gerne... Ja, wir machen die Pumpe nochmal an. Wir pumpen nochmal ein bisschen Wasser rein. Mir ist das hier zu unsicher. Ich möchte auf jeden Fall das Ding hier haben. Wir haben hier genug Wasser gespeichert. Guckt euch das an. Das ist alles randvoll. Also wir haben auch hier 7 Tage lang überhaupt kein Problem. Hier vorne... Ah, da mache ich mir tatsächlich schon eher ein Problem, also Sorgen, dass das nicht reicht. Und der gute Rotsack ist gestorben. Und auch du schreibst gerne in die Kommentare, wenn du in der nächsten Staffel dabei sein willst. Dann bist du auch auf jeden Fall für die nächste Staffel mit auf der Liste, ganz klar. Okay. Tja, ohne Energie können wir nichts produzieren. Und wir sind bei 260. Das sieht tatsächlich ganz gut aus. Wie viel Wasser haben wir hier noch drin? 1,21. Wenn wir hier Wasserprobleme bekommen, dann würde ich sagen, machen wir die Schleuse hier hinten auf und lassen da nochmal ein bisschen Wasser rein. Obwohl, wir haben ja hier auch nicht mehr so viel, ne? Das ist ja, Moment, jetzt muss ich tatsächlich mal gucken. Das ist ja auch nicht mehr so viel Wasser, was wir hier haben. Nee, da können wir gar nichts aufmachen. Dann machen wir das jetzt tatsächlich auf. Und lassen das restliche Wasser, die 0,22, das lassen wir jetzt hier mal lang laufen. Und dann gucken wir hier nochmal, was wir hier haben. 0,55. Na klar, eine Flaute. Super. Das Gebäude benötigt Energie. Die Wasserpumpe hat keine Arbeiter. Der Schlepperposten hat auch keine Arbeiter. Oh Gott, das ist ja der Wahnsinn. Wie bitte? Sind die hier alle gestorben? Oh Gott, das ist ja der 49 Leute nur noch. Das ist ja alles leer hier. Das ist ja der Wahnsinn. Wie sieht's denn hier aus? Null Arbeitslose. Hier sieht's tatsächlich ähnlich aus. Wow. Dann müssen wir hier nochmal den Schlepperposten ausmachen. Na, hier ist nicht ganz so schlimm. Wie sieht es denn hier aus? Dann machen wir den auch nochmal aus. Na, das geht auch. Okay, also das ist tatsächlich nur hier gewesen, das Problem. Aber die Schlepperposten brauchen wir jetzt ja auch nicht mehr. Wir können den tatsächlich... Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt macht er die Jobs hier. Nee, komm. Machen wir das Ding mal aus. Dann haben wir hier jetzt tatsächlich... Jetzt müssten wir hier ein paar Arbeitslose haben. Immer noch nicht. Okay. Jetzt müsste es passen. Hoffe ich. Jetzt sollte es hoffentlich passen. Okay, gut. Wir haben hier wieder ein bisschen Wasser. Das heißt, die Pumpen laufen wieder. Aber das ist jetzt auch nicht allzu viel. Gut, Leute, das kommt noch nicht mal bis da hinten hin, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Wie viel haben wir denn hier jetzt bekommen an Wasser? 006. Naja, zumindest ein bisschen pumpen können wir. Das bringt... Der gute Laurin in der achten Generation ist gestorben. Oh je, der Ärmste. Das tut mir sehr leid. Aber auf jeden Fall pumpen wir jetzt hier ein bisschen was raus. Da mache ich mir jetzt ein bisschen weniger Sorgen. Also wir müssen uns auch einfach merken, dass... Oder unsere Biber müssen sich merken, dass sie hier ein bisschen mehr erpumpen müssen. Das brauchen sie auf jeden Fall. Das bleibt nicht aus. So, wie weit sind wir hier? Nur 267 tatsächlich. Das ist sehr schön. Und hier ist jetzt auch alles. Dann machen wir die jetzt auch in die Pause. Und dann passt das hier auch. Und wir haben jetzt hier tatsächlich wieder 0,78. Das reicht auf jeden Fall. Also wir merken uns, das Wasser hier, wir sind noch bei 5 Tagen. Wir haben jetzt so viel Wasser hier in den Tanks drin, dass wir tatsächlich ohne Probleme alles versorgen können. Hier haben wir auch kein Wasser mehr. Wir haben jetzt hier wirklich auch genug runtergesprengt. Das, was wir nochmal machen werden, ist hoffentlich ihn hier priorisieren. In der Hoffnung, dass da jemand rankommt. Und ich möchte gerne die Sprengung hier vorne noch haben. An die Ecke. So, wie sieht es sprengstoffmäßig hier hinten aus? Ja, das ist noch nicht fertig. Aber der ist fertig. Zack. Muahahaha. Sehr, sehr, sehr cool.
Okay, hier haben sie wahrscheinlich noch keine, die Sachen noch nicht gebaut. Verfügt nicht über alle erforderlichen Materialien. Warum denn? Wir haben noch 112 Planken. Ach, wir haben nicht genug Holz, ne? Ah, stimmt. Wir produzieren ja hier... Ah, das ist ja mal Fail. Ah, Leute. Wir haben ja natürlich hier das ganze Holz abgesetzt. Einmal Ahorn, bitte. Da wollten wir ja was anderes machen. Einmal Ahorn pflanzen. Und dem Baumfellbereich werden wir tatsächlich jetzt mal ein ganz klein wenig erweitern um den Bereich hier. Dass wir zumindest ein paar Bäumchen bekommen, dass das hier mal vorangeht. Das ist ja unglaublich. Das ist ja, also damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Dass uns das hier tatsächlich noch in die Suppe spucken sollte. Okay. Ja, jetzt ist das Wasser hier auch leer. Gut, da können wir jetzt nichts mehr dran ändern. Das ist so, einmal voll machen das Ding. Und dann geht es hier weiter. Wir hätten hier wahrscheinlich, oder wir müssten hier langfristig wahrscheinlich auch hier vorne eine große Mauer setzen und das alles nochmal umbauen. Dass man tatsächlich sagt, wir bauen die Mauer hier weiter, hier lang. Dass wir das hier wegmachen, das ganze Ding hier vorne umbauen und hier wirklich eine Mauer hinsetzen, die bis, tja, bis hier rangeht. Das macht alles keinen Sinn, weil dann sind diese Dinger hier auch weg. Also hier vorne haben wir uns ein bisschen selbst ein Ei gelegt. Wir müssten wahrscheinlich wirklich das hier bis oben auf die Stufe 2 vollstauen, so wie ihn hier. Den ganzen Teil hier. Und dann von hier aus das Wasser entwässern. Ich glaube, anders geht's nicht. Und dann wirklich aus diesem Bereich hier das Wasser da reinlassen. Denn das hier macht mir tatsächlich ein bisschen Sorge. Wie weit sind wir? 1500? Ja, okay. Na, das reicht aber noch. Das reicht noch für 10 Tage. Das ist okay. Hier vorne haben wir genug Wasser. Ich glaube, das ist offensichtlich. Und jetzt ist tatsächlich das erste Mal das Wasser hier komplett weg. Und wir sind bei 28 Tagen. Wir haben noch 4 Tage übrig. Und die längste Dürre heißt 30 Tage. Und wir haben damit in der vorletzten Folge, können wir tatsächlich erst behaupten, wir haben die Karte offiziell geknackt. Und unsere Biber sind stabil, haben eine stabile und saubere Wasserversorgung. Tatsächlich in der vorletzten Folge. So, und jetzt sprengen wir das hier auch noch. Zack. Dann gucken wir mal, wie es hier aussieht. Hahaha. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen mehr Wasser. Okay, ihr Lieben. Wir gucken noch mal hier drüben hin, wie es hier aussieht. Ob wir die Sprengung noch machen können. Noch nicht. Ich hoffe ja drauf, dass die Biber hier auch rankommen. Wir können noch mal ein paar Wege verlegen. Vielleicht hier von der Seite aus rankommen. Aber dann werden wir uns beim nächsten Mal um die Sprengung kümmern. Und in der nächsten Folge machen wir dann so gute 20 Minuten und gehen wirklich mal in unserer Siedlung mit und gucken uns das mal an. Und dann nehmen wir uns mal ein paar Leute, die in unserer Kolonie noch leben. Und ich würde sagen, macht's gut, bis morgen, euer Strategiener. Ciao, ciao.